Der Energy Hub ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen und Behörden, die gemeinsam den Weg in die regenerative Zukunft erneuerbarer Energien finden wollen und werden. Wilhelmshaven ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen, der Tide unabhängig mit 17 Meter Tiefgang erreichbar ist. Das ist die große infrastrukturelle Voraussetzung. Wir haben den guten Anschluss an das Bahnnetz, wir haben den guten Anschluss an das Autobahnnetz. Und diese Ressourcen wollen wir jetzt nutzen. Was gerade gebaut wird, ist die Pipeline, mit der das heute noch Flüssiggas, LNG, für die nächsten Jahre als Übergangstechnologie dann transportiert wird, um von da ins europäische Verteilnetz eingespeist zu werden. Selbstverständlich spielt auch die regenerative Energie eine maßgebliche Rolle. Wir sprechen im Energy Hub mittlerweile immer von einem Vierklang. Einerseits sind wir im Eingangshafen quasi aktiv. Das betrifft sowohl einkommend Wasserstoff und deren Derivate, aber natürlich auch Energie, die offshore kommt, als ein Modul. Das zweite Modul ist die Produktionskapazitäten hier vor Ort. Das heißt also sowohl für Wasserstoffproduktion, aber natürlich auch für Industrie, die sich hier ansiedeln kann, als Verbraucher. Was macht die Region noch aus? Ist der Transport von Wasserstoffen, Stichwort das Wasserstoffleitungsnetz und natürlich auch die Speichermöglichkeiten hier in der Region, die Salzspeichermöglichkeiten. Viele verschiedene Unternehmen mit vielen verschiedenen Ansätzen, was ihre Strategie betrifft, aber auch Konzern- und Unternehmensvorgaben, wenn es darum geht, sich irgendwo anzuschließen. Und alle haben sie total unkompliziert gesagt, jawohl, wir halten das für die richtige Sache und so sind wir gestartet. In Deutschland dauert es normalerweise 9 Monate, um eine Baugenehmigung für einen Wintergarten zu bekommen. Wir haben jetzt in weniger als 9 Wochen eines der größten energiepolitischen Projekte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland realisiert. Und das konnten wir eben nur, weil alle gemeinsam, die Industrie, die Politik und die Verwaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene Prioritäten setzen und alles genau auf die regenerativen Energien, auf die Versorgungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland fokussieren und konzentrieren. Wir überwinden unternehmerische Grenzen, wir überwinden aber auch Grenzen, die üblicherweise zwischen Wirtschaft und Verwaltung bestehen. Und das ist, glaube ich, das Einzigartige an diesem Modell, dass insgesamt 17 Beteiligte nicht mehr aus der Perspektive ihres Unternehmens oder ihrer Behörde agieren, sondern aus einer Perspektive der gemeinsamen Verantwortung.